Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, wo ich einfach nur die Klopfpunkte vorstellen möchte beim Energieklopfen oder Energietapping. Also wir gehen davon aus, dass wir unsere Ansage machen, worum es überhaupt geht. Und zwar zeigen wir auf diesen Punkt, das bin ich, ganz intuitiv. Legen eine Hand drauf, die andere Hand und machen unsere Aussage. Atmen 2-3 Mal tief durch. Sagen das auch 2-3 Mal und dann beginnen wir mit dem Tappen. Der erste Punkt, den wir tappen, ist einfach ganz oben auf dem Kopf, in der Mitte, ja, in der Mitte vom Kopf halt. Der nächste Punkt ist das dritte Auge, hier, wo die Inneren meistens ihren Punkt haben. Der nächste Punkt ist also hier am Anfang von den Augenbrauen und danach der ist hier auf der Seite. Es ist egal, ob wir beide Augenbrauen tappen oder nacheinander, also rechts oder links oder nacheinander, die eine, die andere Seite, ist völlig egal. Dann halt eben hier auf der Seite in der Kuhle. Der nächste Punkt unter dem Auge, ziemlich mittig, hier auf dem, wo dieser Knochen anfängt. Dann die Nasenspitze. Kann man gerne mitklopfen, das ist irgendwie so ein gute Laune-Punkt. Dann in der Kuhle unter der Nase, dann unter der Lippe. Dann gehen wir weiter bis zu den Schlüsselbeinen, hier wo die Schlüsselbeine anfangen. Da kann man auch beidseitig klopfen, kann aber auch eben nur eine Seite machen oder die andere, wie man gerade möchte. Und dann geht es weiter zu den Fingern. So, wir klopfen hier in der Nagelfalz. Ganz in der Ecke, fangen am Daumen an, als nächstes beim Zeigefinger, dann der Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und zum Schluss die Handkante. So, und dann sind wir mit einer Klopfsequenz auch schon durch. Also nochmal, erstmal auf das Brustbein, dann Kopf, Stirn, Augenbrauen innen, Augenbrauen außen, unter dem Auge, Nasenspitze, unter der Nase, unterm Kinn, Schlüsselbein und dann die Finger durch. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und zum Schluss die Handkante. Ganz zum Schluss nochmal beide Hände auf das Brustbein, tief durchatmen und gucken, was passiert ist. Ja, das waren die Basics. Danke.